Hallo zusammen, Christian von TechnicHub hier. Es gibt endlich wieder ein neues Video und zwar haben wir von BenQ freundlicherweise die Screenbar Lite zur Verfügung gestellt bekommen für unsere Review, damit wir sie uns mal ein bisschen anschauen. Leser und Zuschauer unseres YouTube-Kanals und unseres Blogs haben bereits gesehen, wie wir die E-Reading Lamp getestet haben und jetzt gibt es sozusagen den kleinen Bruder, die kleine Schwester hierzu für kleinere Geräte mit wesentlich weniger Gewicht. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal an, was überhaupt in der Box drin ist und dann gibt es natürlich weitere Details kommend in der Review. So, ich bin schon mal ziemlich gespannt, weil es fühlt sich wirklich nicht schwer an und erinnert tatsächlich mal wieder enorm an Kinect, aber gucken wir mal. Auf jeden Fall haben wir schon mal eine kleine Plastikbox wie bei, ja, wie eine Art Werkzeugbox und es kommt tatsächlich ohne groß Schnickschnack daher. Was haben wir hier denn noch Schönes? Okay, gut. Wer es lesen kann, der darf sich freuen. Eine Bedienungsanleitung gibt es gar keine. Okay, gut. Naja, gut. Großartig, eine Bedienungsanleitung ist auch nicht nötig. Aber es wäre schön, irgendwo vielleicht zu sehen, okay, welche Knöpfe sind das? Ist das eine Lampe? Sind das automatische Sensoren und Co.? Sowas möchte man doch eigentlich mit dabei haben eigentlich. Beziehungsweise, okay. Es steht hinten drauf. So kann man natürlich auch eine Bedienungsanleitung mit einer Verpackung kombinieren, was auch nicht schlecht ist. Das heißt, in der Hinsicht gucken wir uns jetzt das und das mal an. Haben wir hier oben den Lichtsensor. Hier haben wir den Favorite-Button. Ich glaube, damit muss ich noch ein bisschen rumspielen. Hier haben wir den Helligkeits- und Farbsensor für die Temperatur. Dann hier haben wir den automatischen Dimmer-Button. Hier. Und hier haben wir die Energie. Okay. Was ist jetzt dieser Play-Button? Ah, okay, gut. Das ist, der Helligkeits-Temperatur-Button. Okay. Das Ganze funktioniert wie gewohnt via USB 2, wie es aussieht. Und gleichzeitig kann man es bis zu 85 Grad verstellen. Das heißt, es sollte anhand der Klammer auf jedes übliche Laptop passen, beziehungsweise... Ja gut, auf kleine TVs jetzt wahrscheinlich nicht, das ist eher einzig und allein eine Laptop-Lampe. Was ich jedoch auf Anhieb leider sagen muss, so schön das Ding ist, wenn ich es an meinem MacBook nutzen möchte, habe ich ein Problem. Ich habe nämlich nur noch Thunderbolt 3 bzw. USB-C Anschlüsse und kein USB 2. Das heißt, ich müsste theoretisch, um das nutzen zu können, erst meinen Adapter anstecken. Ich weiß nicht warum, aber mehr und mehr Geräte haben USB-C. Warum legt man nicht einfach so einen kleinen Mini-Adapter dabei mit dazu? Das ist doch gar nicht so schwer. Aber gut, jetzt gucken wir erstmal, wie das Ganze überhaupt im Alltag funktioniert, bei Sonne, bei Dunkelheit, ob es angenehm für die Augen ist, ob es so ist wie beispielsweise bei der normalen E-Reading Lamp, dass wenn es leuchtet, wirklich nur nach unten auf dem Bildschirm leuchtet und nicht gleichzeitig dich blendet. Da bin ich ziemlich gespannt darauf, weil ich meine, bei dem Preis von, ich glaube, 79 Euro UVP, sollte es durchaus überzeugen. Von der Verarbeitung her muss ich gestehen, es ist ziemlich robust und stabil. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Und es klappert auch nicht so wie unsere E-Reading Lamp. Und jetzt bin ich tatsächlich mal gespannt. Das heißt, den ausführlichen Test, Fotos und Co. kriegt ihr natürlich wieder auf TechnicHub. Und dann sage ich schon mal vielen Dank auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal.